Wow, 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 uns geht die Luft aus. Ja. Schmeißen wir mal einen neuen Filter rein. Ich würde auch mal sagen. In Folge 31. 31. Von Metro Last Light. Es brennt hier alles. Irgendwie ist hier alles verseucht. Wahrscheinlich, wir vermuten, durch so einen Giftgasangriff, durch die rote Linie. Hier wow. So. Oh, oh, Anna. Ich kann gerade nichts machen. Wer ist das? Kennt ihr uns? Hast du das getan? Oh. Warum nicht? Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Oh, krass. Fies. Puh. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Matjan. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam. Wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Und schon wieder eine Folge verpixeln. Verdammt. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Irgendwie habe ich kein richtiges Vertrauen zu der Sache. Es klingt so nach dem Motto, wir sollen gehen und sie wird dann umgebracht. Ich weiß nicht, ist irgendwie... Okay. Glaube ich nicht. Komisches Gefühl. Geh, Artyom. Es gibt keine medizinische Notwendigkeit, dich hier zu behalten. Und ich habe viel zu tun. Wirklich, Artyom. Du solltest gehen. Ich werde nicht lange hier bleiben. Das ist so eine typische Szene, dass wir die nicht wiedersehen. Komm her, Schatz. Guck nicht dahin. Was ist denn da, Papa? Nichts. Alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Wann können wir denn nach Hause? Bald. Sehr bald. Wo ist Mami? Wo haben Sie sie hingebracht?
Mami ist bereits zu Hause. Und wir bald auch. Ich vermisse sie. Ich möchte jetzt zu ihr. Kannst du auch. Dauert nur noch ein bisschen. Ich glaube es nicht. Es waren doch mindestens 2 Packungen übrig. Boah, das ist fies. Was glaubst du, wie viele wir an einem Tag aufbrauchen? So viel auf jeden Fall nicht. Wir haben fast keine neue Patienten. Als wenn die alten Patienten sie nicht bräuchten. Und wie viele Patienten leben lange genug, um alt zu werden? Immer weniger von ihnen sterben. Also hat das vielleicht ein Ende. Krass, dass die Anna jetzt so friedlich, freundlich wurde mit uns. Als wenn... Sieht nach der 8. Kiste aus. Ja, sie ist die 8. Zemetsky, Juri. Verdammt. Und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Tja, alles ist jetzt möglich. Die werden uns bestimmt auch bald wegharren. Da hast du verdammt recht. Gott, rette mich bitte! Gott, rette mich bitte! Gott, rette mich bitte! Gott, rette mich bitte! Bitte, Gott, rette mich bitte! Martin, du bist so still. Ich hab's ja zugehört halt. Wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, ist auch keine schöne. Ist ja nicht so schön hier. Naja. Nicht eher still. Ja. Ja, die Anna stimmt schon. Ging ein bisschen schnell. Aber so ist das manchmal mit den Frauen. Rechnet man gar nicht damit. Plötzlich sind sie ganz nett. Aber ist ja auch unter Extremsituation hier. Hat sie auch gesagt, genau. Ja. Aber hier, ja, die haben anscheinend schon zumindest einige Erfahrungen mit dieser Infektion. Mhm. Das ist ja nicht hier eben so aus dem Boden gestampft, so eine Station oder so eine Quarantänestation hier. Aber krass, ja, dann haben die, gab es das irgendwie schon vorher? Also irgendwie so ganz, ist irgendwie noch ein bisschen komisch. So, wo kommen denn jetzt diese Quarantänestation denn hierher, dass sie so vorbereitet sind auf so eine Sache? Oder? Ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Wie viel Zeit ist da vergangen? Ich glaube nicht, dass da so viel Zeit eigentlich vergangen ist. Eigentlich ja keiner, ne? Also. Nee, aber irgendwie, ja, das ist, eine Sache ist halt klar, die haben ja diese, ihre Biowaffe da getestet an den Leuten, aber irgendwie muss ja schon vorher mal was da stattgefunden haben. Das wirkt ein bisschen, als würde was fehlen, ne? Also müssten irgendwie so 2 Wochen oder so oder eine Woche. Irgendwas fehlt mir zumindest da, ja. Warum die halt jetzt so eine Quarantänestation haben, frage ich mich. Aber naja. Bei wem sind wir denn jetzt? Beim Orden wieder, oder? Oder bei der Hanse? Eins von beiden, ich bin nicht ganz sicher. Wir denken beim Orden. Vor allem haben wir beim Orden vorher nie was über so Infektionen gehört oder so, dass die halt darauf vorbereitet werden. Ich meine, die sind ja echt gut ausgerüstet für sowas. Befreit mich, Mistkerle, Despoten, befreit mich! Ihr könntet wenigstens ihn wegbringen. Wollt ihr mich infizieren oder was? Hey! Das war nicht mehr so fit aus, der Mann. Nee, gar nicht. Ich schau mal hier den Gang weiter. Ja, anders geht's ja auch nicht, ne? Nee. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ihr seid Mörder, keine Ärzte! Was mache ich denn jetzt? Hey, was soll ich machen? Irgendjemand! Hör, Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ich. Ich weiß, aber trotzdem. Ihnen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erläutert. Über Handschuhe, über die Maske. Sie haben die Papiere unterzeichnet. Ja, habe ich. Aber die Kinder, wie soll ich mit ihnen reden, wenn ich die Maske anhabe? Sie hatten Angst, sie weinten. Ja, aber sie haben sie nicht gerettet und sich selbst verdammt. Wir haben ohnehin zu wenig Personal. Sie hätten so vielen helfen können. Ja, hätte ich. In Ordnung, wir beginnen mit einer Behandlung der Symptome und schauen mal, wohin uns das bringt.
Eine milde Form ist in letzter Zeit aufgekommen. Es gibt sogar ein paar Fälle von Genesung. Lassen Sie uns optimistisch sein. Okay, das war schon mal richtig. Tja, hoffentlich kann ihm noch geholfen werden. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle 3 Stunden. Rufen Sie mich sofort, sollten irgendwelche Parameter vom Muster abweichen. Natürlich. Wissen Sie, es gab bislang nur 2 Fälle mit guter Prognose. Wir müssen sie sorgfältig untersuchen. Ja, das habe ich verstanden. Großartig. Sollen wir die beiden Fälle sein? Also wir und Anna? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir waren eher nicht gar nicht erst infiziert. Haben wir Glück gehabt. Könnte natürlich aber auch sein, dass wir uns reden. So genau wie lange wir da waren, wissen wir ja nicht. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass wir gar nicht erst infiziert waren. Ja. Gesagt, dass Sie all Ihr Zeug aushändigen sollen. Jetzt guckt ihr diese Scheiße an. Was soll man da machen? Die sind davon gekommen. Und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig. Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Tja, die an der Spitze wissen es natürlich besser. Ja, er hat aber auch kein... Obwohl, hat er Handschuhe an? Dort entlang. Kann man nicht so richtig erkennen. Aber auch keinen direkten Kontakt irgendwie zu den Patienten. Hier passiert so irgendwie nichts. Naja, der fummelt doch da an der Leiche rum. Von einem Infizierten. Das würde ich jetzt so nicht machen. Hier passiert leider nichts, wenn ich X drücke. Komisch. Ich weiß nicht, was das soll. Der hat auf jeden Fall Handschuhe an. Scheint auch besser zu sein. Und eine Spritze in der Hand, oder? Was war das gerade? Sah so ein bisschen so aus. Ja, vielleicht hat er eine Probe genommen oder so. Anrufen können wir jetzt gerade keinen. Telefonjoker. Oh. Geht nicht. Fuck, shit. Die sind auch hinüber. Oh, was haben die denn für. Was haben die denn für. Sagen. Fortschrittliche Technik. Zum ersten Mal, dass wir sowas sehen, ja. Aber prüfen wir mal die Fakten. Vielleicht ist es doch die Hanse. Die sind vielleicht. Technisch weiter? Stimmt. Alle zwischen 317 und 323. Monozytose. Und wir wissen, dass das Virus speziell auf Monozyten abzielt. Das war schon immer so. Alle vorigen Proben haben nur Neutrophile der Kernbildungen. Das kann nur eines bedeuten. Der Stamm wird weniger virulent. Aber keine übereilten Schlüsse. Erst prüfen wir den Rest. Nehmen wir richtige Rechner? Krass. Und da hinten irgendwie so ein... Ich weiß nicht genau, was das Scanner ist. Scanner oder was das sein ja, soll? Aber, ja, was das sein soll, kann man nicht genau erkennen. Ja und nein. Geh doch mal damit, das halt ist interessant. Was ist denn das hier? Das Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten 2 Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur 2 Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam,
Biowaffen, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Na, das wird doch so gelaufen sein, dass der Verräter das Ding aus dem Bunker geklaut hat. Diese Biowaffe wird doch in diesem Bunker gelagert sein gewesen. Und ja, wie ist die D9? Wie ist die Station D6? D6 war ja ein alter Waffenbunker irgendwie mit jeder Menge Zeug drin. Das und da wird das bestimmt hat. Gelagert haben und der. Das Nitzvieh hat es da rausgeklaut. Genau, der hat es zu den Russen gebracht. Zu den roten Linie. Den Russen. Wahnsinn, wie viel Liebe zum Detail hier mal drin steckt. Super. Ah, neuer Eintrag. 2. Quarantäne. In der Quarantänestation. Die Roten hofften sehr wahrscheinlich, eine Station zu betreten, die vollständig vom Virus ausgelöscht war. Aber es dauerte ihnen zu lange und sie wurden ungeduldig. Sie warteten nicht auf das Ende, sondern beschleunigten es. Die Überlebenden sagen, dass die Roten, als die Reinigung der Station begann, es einigen vermutlich kontaminierten Bewohnern erlaubten, zur Nachbarstation zu flüchten. Aber dicht hinter diesen Flüchtlingen folgten ihnen Hinrichtungstrupps. Das hat gar nicht erst versucht, den Namen zu sprechen. Wäre zu dieser Zeit nicht zufällig ein Team des Ordens an der Kolzevaja gewesen, das die Roten abwehren konnte, dann hätten sie jetzt 2 Stationen und die Hanse wäre in 2 Hälften getrennt. Aber der Orden konnte das verhindern. Da guckt, sie haben extra einige entkommen lassen, damit sie diesen Virus weitertragen in diese Stationen. Voll fies. Und warum sollte ich wegen einer einfachen Erkältung umsitzen? Wir stellen sicher, dass es wirklich nur eine Erkältung ist. Danach können Sie gehen. Diesen Husten habe ich schon lange. Ansonsten fühle ich mich großartig. Das ist perfekt und bedeutet, dass wir nichts zu befürchten haben. Und das bedeutet, dass Sie übermorgen zurück können. Warum nicht jetzt? Das sind die Regeln hier, wissen Sie? Sie wissen doch auch, was mit jenen passiert, die die Regeln nicht beachten, oder? Weiß ich. Schau mal, der im Hintergrund, die Wache da, der kriegt bestimmt bald einen steifen Arm, der die ganze Zeit so rumstehen muss. Ja, vor allem das Fiese ist, er muss jetzt noch die ganze Pause bis morgen auch noch so rumstehen. Ach, ist schon wieder Pausenzeit? Schon wieder Pausenzeit. Na gut. Hast du ein Pausenbrot dabei? Aber hallo. Dann machen wir jetzt Pause, ihr macht Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.